liebe Leute, herzlich willkommen zu einer Redo von Paper Mario Origami King. In der letzten Folge haben wir Bobby verloren. Das war sehr, sehr traurig und sind jetzt in der Sandwüste aus Papier oder so. Haben unser cooles Stiefelmobil bekommen, mit dem wir richtig geil rumfahren können. Und hier haben wir gleich mal einen Toad. Hallo, kleiner Toad. Ich rette dich natürlich. Und weißt du, kleiner Toad, was ist süß, klebrig und läuft durch die Wüste? Richtig, ein Karamell. Danke, dann wird's doch wirklich super. Naja, willkommen in der großen Sandpapierwüste, wo es immer brennt heiß ist. Außer jetzt gerade. Tja, das ist ja doof jetzt. Tja, so ist das, kleiner Toad. Ja, die Wüste ist leider sehr, sehr groß. Ich war schon einmal da hinten bei diesem Turm, weil da der Speicherpunkt war. Das heißt, ich habe mir hier schon ein bisschen was angeguckt. Hier sind überall ein paar Pokies unterwegs. Aber ich bin da wirklich nur stracks rübergefahren und habe mir die Wüste nicht wirklich angeguckt. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel noch ganz viel Zeit. Ich glaube, man kann richtig viel in dieser Wüste noch entdecken, wenn man will. Haben wir schon mal gegen so einen Knochen trocken gekämpft? Okay, müssen wir halt nicht mal machen, weil die einfach instant-tot sind. Das ist ja sehr interessant. Nun gut, nun gut. Was haben wir hier? Komme ich da überhaupt... Oh, ich komme hier einfach rein. So alte Ruinen einfach. Hallo, kleiner Pokey. Was kannst du denn zum Beispiel? Endlich mal neue Gegner. Ich freue mich. So wie man es von Pokies kennt, verlieren die ihre einzelnen Gliedmaßen. Und da sie stachelig sind... Ach, ich muss ja... Oh Gott, ich hab wieder so lange nicht gespielt. Ich muss hier ansortieren. Wie sortiert man die denn jetzt am besten? Das sieht falsch aus, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nur zwei Züge. Oh wait, ich bin schon wieder super verwirrt. Was soll man denn hier machen, dass das überhaupt irgendwie funktioniert? Also man kann das so machen und dann bringt man den noch darüber, aber richtig gut ist das nicht. Nö. Hä? Ich komme da schon wieder nicht drauf. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie wisst, wie man die ansortieren hätte tun sollten tun? Und dann weiß ich das für die Zukunft, aber irgendwie ist mein Brain ein bisschen blöd. Und die scheinen relativ viele Leben zu haben. Aber ich darf zweimal angreifen. Ja stimmt, wir haben jetzt auch den 1,5-fachen Attack halt nicht, ne? Und wenn die Eisenstiefel kaputt gehen, dann bin ich halt auch am Arsch. Okay, also die haben so ungefähr 20 Leben, kann man sagen, glaube ich. Nü! Und die machen sich selber kaputt. Oh nein. Der arme Poki vorne. Er hat die ganzen Poki geopfert. Oh nee. Das ist ja übelst brutal. Und was bist du denn eigentlich für einer? Den kenne ich von Mini Bowser aus Super Smash. Da kann er, glaube ich, auch diese kleinen, ich weiß halt nicht, wie die heißen, diese kleinen Bowser, explosiven Bowser-Typis rausschnubbeln. Und so eine gute Hammerattacke mit 1,5-fachen Schaden könnte an die 20 Damage machen. Ja. Nein, ja, mehr als 20 Leben. Ist das dein Ernst? Das ist ja mega belastend. Und die gucken ein bisschen gruselig, wenn irgendwie der Kinnlade vorne so ein bisschen rüberhängt. Oh, guck mal, wie viele Leben wir einfach an einem Kampf verloren haben. Einfach 50 Leben weg. Wird sogar noch mehr, weil der halt nochmal angreift. Ja, gut 50. Ja, ist einfach abgehauen. Gut 50 Leben. Habe ich jetzt weniger Gold bekommen, weil der Typ abgehauen ist? Er hat noch einmal angegriffen und ist einfach weggelaufen. Das ist ja gemein. Dann bleibt doch wenigstens bis zum Ende. Oh, Behus gibt's ja auch. Ist die Frage, kann man gegen die Behus kämpfen oder ist das schlecht? Hallo, kleiner Origami-Behu. Oh, nein! Wir haben uns angeguckt und war schon ganz schüchtern und ich greife ihn da trotzdem an. Ich glaube, der wollte gar nichts. Ja, ist einfach abgehauen? Warte, was? Muss ich mir merken, wo die waren? Was? Ich habe mir das natürlich nicht gemerkt. Ich dachte, die waren alle in einer Reihe. Okay, man lernt hier auf jeden Fall neue Sachen kennen. Ob man die überhaupt mit dem Hammer angreifen kann? Kann man die überhaupt mit irgendwas angreifen? Ich meine, das sind Geister. Das fände ich jetzt komisch, aber anscheinend geht das tatsächlich. Ich meine, es sind Geister, aber sie sehen ja trotzdem aus Papier irgendwie. Oh Gott. Nee, nicht Knuddel-Action. Okay, einfach nur die dritte Reihe dazwischen packen. Oh Gott, so. Man muss sich beides merken. 1, 2, 3. So waren die, glaube ich. Ja, das ist ja richtig schwer mit den Behus. Oha. Okay, komm hier, Glitzerstiefel. Damit wir ein bisschen mehr Money bekommen. Haya, usch, haya, push, kadatan und ana push. Alle tot, alle tot. Oha, okay, gegen die will ich nicht nochmal kämpfen. Die sind ja anstrengend. Da muss man ja nachdenken beim Kämpfen. Das mag ich gar nicht. Nachdenken ist nicht so meine Stärke. Was ist das hier? Hallo? Oh ja, diese komischen Stellen sind mir auch aufgefallen. Aber ich glaube, es bringt nichts, sie mit dem Hammer zu bearbeiten. Dann halt nicht. Vielleicht ist das eine Fähigkeit oder so? Da hinten ist ein gelber Toad, verkleidet als Skorpion. Also entweder wir kriegen noch eine Fähigkeit, dass wir hier irgendwas machen können, oder wir müssen... Man kann hier einfach rein. Okay, gucken wir gleich rein. Ich möchte erstmal die obere Seite hier noch abklappern. Nein, kleiner... Achso, solange ich ihn angucke, passiert nichts. Solange ich dich angucke, passiert nichts. Hallo, kleiner Toad. Keine Sorge, wegen dem Geist hinter mir, der tut uns nichts. Du musst ihn einfach nur angucken. Ah, danke sehr! Und keine Sorge, ich bin nicht giftig! So, was haben wir denn hier im Vulkan-Höhlen-Dingsbums?
Ach, gar nichts. Aber da oben, so ein Labor ist da oben. Bitte geht, die Buhus, bitte geht alle weg. Und da ist auch wieder irgendwas drin versteckt. Bitte ein Toad. Nee, ein Buhu. Aber hier ist doch irgendwo ein Toad. Da, ich sehe ihn auch. Oh, so viel Geld. Kleiner Buhu, bitte greif mich nicht an. Nein, 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 nein. Ich will nur den Toad hier. Geh weg. Nein. Und ich habe doch keine Leben mehr. Wenn die gleich wieder Gruppenkuscheln mit mir machen. Okay, ich habe mir natürlich wieder gar nichts gemerkt. Aber ich glaube, die zwei nach vorne und dann passt das, ja. Wie süß die sich zusammenkauern, wenn man sie angreifen will. Das ist ja richtig knuffig. Oh. Da tut mir das schon fast ein bisschen leid, dass ich die vernichte. Oh, sie machen irgendwas Neues. Okay, sie haben so getan, als wenn sie was Neues machen, aber eigentlich haben sie nichts Neues gemacht. Ich habe kaum noch Leben. Leute, please. Oh, gib mal ein bisschen Geld bitte raus. Dankeschön. Exzellent, exzellent, habe ich gekämpft. Merci, merci. Wir müssen sowieso wieder ein paar mehr Kämpfe machen, weil ich habe gar kein Geld mehr so. Also 14.000 ist echt nicht viel. So, kleiner Toad, komm mal raus, das tat bestimmt weh. Ah, vielen Dank. Ich habe mir schon überlegt, dass ich lieber gefaltet worden wäre. Und dann haben wir hier noch ein Labürchen. Nee, ein Café. Nice, sind da auch wieder Gegner drin? Letztes Mal war der ja so richtig philosophisch. Da hätte ich jetzt schon Bock drauf. Der Cooper vom letzten Mal ist ein bisschen dicker geworden. War das überhaupt ein Cooper letztes Mal? Und ein riesiger Cooper und dann so ein kleiner Goomba. Ja, was willst du denn? Also so ein Mega-Kaffee für 100 würde ich nehmen. Kommt gerade richtig, weil ich habe wirklich gar keine Leben mehr. Der Mega-Kaffee ist auch mega klein. Hier ist irgendwie alles falsch. Hey, Marista, noch eine Scheiße. Kommt sofort. Und der kriegt es bestimmt richtig groß. Das war so klar. Reicht das? Ja, seine ganzen Freunde sind auch da. Oh ja, lecker! Ja, geil! Danke, lieber Barista! Hey, hey! Lass mir gefälligst auch was! Hier ist alles falsch! Alles ist falsch! Aber ich krieg zumindest wieder volle Leben. Das ist nice. Ah, das war lecker. Danke, danke. Ich finde das so cool. Diese Cafés sind so witzig. Hat sich die rechte Seite hier schon mal gelohnt? Das da sieht auch sehr interessant aus. Diese ganzen Statuen da, irgendwelche Vögel. Fehlt hier was? Muss man das richtig anordnen? Was ist hier los? Olivia, hast du eine Ahnung? Sind die böse? Sind die lieb? Was muss ich machen? Tja, dann vermute ich mal, sie sollen einfach alle nach innen gucken oder was? Ja, einfach nach innen. Ja, es war jetzt ja nicht... Nein, oh nein, mein Mobil! Mein Stiefelmobil! Nein, ihr habt mein Stiefelmobil kaputt gemacht! Wie könnt ihr es wagen? Eine Rakete? Oh, wir dürfen singen! Ich will singen! Ist das ein Podest? Es ruft förmlich nach mir. Nee, nicht du, ich will singen. Aber wo ist denn jetzt mein Stiefelmobil? Ja, okay, sie hast du zur Seite geschoben. Hatte kurz ein bisschen Angst, muss ich sagen. Guck mal, da haben wir sogar die dritte Röhre da hinten noch. Aber jetzt wird erstmal gesungen! Oh Mann, warum denn sie? Ich will singen. Test, Test. 1, 2, 1, 2, 3. Fischers Fritz fischt frische Fische. Die Katze tritt die Treppe kommen. So, ich bin bereit. Irgendwelche Liedwünsche? Okay, wir haben den Edelwuchs, Jive und Fluss des Lebens. Ich glaube, der Edelwuchs... Ja, ja, das sind die beiden Lieder, die wir bisher schon hatten. Ich fand den zweiten Song besser. Hier, Fluss des Lebens, please. War von Olivia. Schlag um Schlag, rudern wir Tag um Tag. Fahren zu zweit durch Lust und Verdruss, bis unsere Fahrt einst enden muss. Trag mich durchs Leben, mein Freund, guter alter Fluss. War das derselbe Song? Ich hatte den anders in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Okay, Edelwuchs Jive hören wir uns natürlich auch noch an. Wer kennt Meister Edelwuchs? Jenen, der so Edelwuchs. Heute machst du dich riesengroß und dann ist hier mal was los. Der Wald ist der coolste, der Wald ist der coolste. Wald, Wald, Wald ist der coolste! Okay, also man kann hier die Lieder sich nochmal anhören, die man schon irgendwann in der Story geholt hat. Ein bisschen unnötig, aber irgendwie auch süß. Na cool. Brumm, dann lass weiter gucken. Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Shortcut nehmen wir natürlich auch noch mit.
Das da hinten sieht mir ein bisschen so aus, als wenn das irgendein Altar wäre, wo man irgendwas opfern kann. Deswegen habe ich da ein bisschen Angst vor. Kleiner Toad, kannst du mir sagen, ob das hier eventuell ein Altar ist, wo man, also ein Opferaltar oder so? Kann ich dich vielleicht opfern? Ja, ich weiß nicht, ob man opfern kann, aber die Sonne ist auf jeden Fall weg. Und siehst du diesen Altar da drüben? Ja, willst du mitkommen, kleiner Toad? Dass ich dich da opfern kann? Fuck, es ist halt wirklich ein Altar. Ich habe ein bisschen Angst. Oh nein, und da sind sogar Totenköpfe vor. Oh oh, also man muss hier irgendwas opfern. Ist das eine Art Plattform? Und ist das ein Bild von der Sonne? Stimmt, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich speichere bei Liebe, bevor ich hier mich gleich opfer und dann ist das Let's Play einfach zu Ende. Da habe ich ja gar keine Lust zu. Ist das der Schatz des Holländers? Was für eine große Müsli-Schüssel. Ja, ein gutes Frühstück ist wichtig. Oh, Moment, das ist ja Sand. Warum der wohl da ist, ob wir etwas darauf stellen sollten? Was denkst du? Ja, wir könnten zum Beispiel ein Promi-Bier draufpacken. Nix, sagst du? Okay. Also müssen wir irgendwas opfern und das sieht mir so aus, weil das hier vorne so... Achso, man kann das sogar lesen. Als wenn wir dann Schädel drauf platzieren müssten. Eventuell von dem Boss, der in dem Pilztempel drin ist. Das kann sein, dass man dann halt erst weiterkommt. Oh ja, guck mal, mal sehen, da steht... Hä? Ich kann das wohl nicht lesen. Sorry, Mario. Aber ich würde gern, wenn das was hilft. Okay. Ja, der Gedanke zählt. Wie immer. Danke, Olivia oder so. Bobby hätte das bestimmt lesen können. Tja, aber wie komme ich jetzt an den Toad daran? Einfach runterrutschen oder kommt er hoch? Ich rutsche einfach mal runter. Hui! Sorry, aber musste sein. Ja, mich zu der Hexe zu folgen. Das war kaltblütig. Wo läufst du hin? Einfach in den nächsten Poké rein. Ist in Ordnung. Ja, das langt. Okay, nice. So, da können wir hier auch nochmal traveln. Bin mir nicht sicher, warum es so viele Labore gibt und warum die immer in diesem Faxgerät drin hängen. Aber in Ordnung. Warte! Danke dir, Mario, aber ich hab schon gedacht, ich würde für immer Papier schon stecken. Ja, ja, wir sagen alle dasselbe. Okay, danke, tschüss. Nur wegen einem blöden Toad, der wahrscheinlich nicht mal im Publikum sitzt, um mir zu helfen, musste ich hier jetzt kämpfen und alles Mögliche machen. Ein bisschen belastend ist das schon. So, damit sollten wir die Wüste weitestgehend durchhaben, oder? Da guckt mir noch eine Hand entgegen. Bist du etwa auch ein Toad? Ja. Das heißt, du hast ein richtig cooles Stiefelmobil. Das ist ja der Wahnsinn. Hat sich schon rumgesprochen. Ja, ja, mein Gefährt ist schon eine geile Sau, muss ich sagen. Oh, da ist noch ein Toad. Hallo, kleiner Toad. Überall diese Toads hier. Ich habe auch locker noch mindestens einen vergessen hier in der Wüste. Hast du dir schon mal die Spitze des Turms angesehen? Sieht bekannt aus, oder? Wie irgendein komisches Gesicht. Auf den zweiten Blick ist es aber doch ganz hübsch anzusehen. Der Kopf sieht einfach aus wie ein Toad. Er hat sich quasi gerade selbst beleidigt. Kann man hier hinten auch noch lang? Sieht auf jeden Fall so aus, ja. Oh Gott, so viele Wege immer und überall. Oh, what's that? Die Wüste ist einfach noch größer. Das ist die kleine Sandpapierwüste. Eben waren wir in der großen Sandpapierwüste. Ja, aber... Also hier komme ich garantiert noch nicht weiter. Weil hier vorne ist auch wieder ein Altar, wo wir irgendwas machen müssen. Und hier geht halt auch die gelbe Luftschlange hin. Oh hey, das ist ja das Ende der Luftschlange. Wir haben es geschafft. Moment, wo ist denn das Ende? Doch nicht im Sand vergraben. Tja, war doch klar, dass das nicht so einfach ist. Oh nein! Was machen wir denn jetzt? Wir können uns doch nicht durch den Sand graben, oder? Vielleicht steht ja irgendwas auf dem Podest hier. Tja, also... Nee, nee, schon wieder komische Schriftzeichen. Ich kann die nicht lesen. Aber guck mal da hinten, da sind ja Lichtstrahlen. Lass uns da hingehen. Vielleicht ist da ja jemand, der diese Schrift lesen kann. Okay. Aber was ist denn jetzt mit dem Turm? Ich dachte, da wäre jetzt der nächste Boss drin und so, aber scheinbar nicht. Dann gucken wir uns den Turm doch nochmal an in dieser Folge, I guess. Yay, Color Eisenstiefel. Merci beaucoup. Und dein kleine Dude. Ich hatte immer davon geträumt, als Käfer auf einem Kaktus zu leben. Aber so toll war es denn doch nicht. Merkwürdiger Traum? Die Toads sind komisch. Tja, also hier geht's ja dann... Oh Gott, hier ist auch noch ein Weg. Warum sind hier so viele Wege? Oh nein, kann man sich... Ja klar, es ist eine Wüste. Man kann sich garantiert verirren. Eine westliche Sandpapierwüste. Da gibt es bestimmt eine östliche. Oh nee, die Wüste ist riesig. Okay, was ist das für ein Turm? Ist das jetzt so Zelda-ähnlich? Dass da jetzt eine kleine Aufgabe drin wartet. Das sieht halt echt Zelda-mäßig aus. Und das kannst du nicht lesen. Toll. Das ist ja interessant. Oh, ein kleines Fenster, durch das man rausschauen oder in das man irgendwelchen Dekokram stellen kann. Dekokram. Aber ich habe kein Dekokram.
Also ich hätte so einen Schlüssel hier, so einen Schokoladenschlüssel. Aber der bringt mir nichts. Okay, wir müssen so viel Stuff sammeln. Für die Altare brauchen wir irgendwas. Dann muss hier irgendwas rein, aber anscheinend nur ein Teil. Okay, also das bringt uns absolut gar nichts bisher. Oh Gott, okay, dann werden wir diese Folge, glaube ich, ein bisschen strecken. So, wir gehen weiter in den Westen. Was erwartet uns hier außer ein paar Kleintoads? Hallo, kleiner Kaktustoad. Hast du mich erkannt? Da muss ich wohl noch üben, bis ich als Kaktus durchgehe. Hihihihi. Ja, und ich habe da links auch schon ein paar gesehen. Das ist ein Totenkopf. Totenkopf, Leute. Totenkopf ist doch bestimmt mega gut. Wir brauchen nämlich... Also auf diesen einen Teil war halt so ein Totenkopf drauf. Vielleicht können ja die Toads irgendwas sagen. Schwammeltrübel! Trübel, Level, Level! Und du? Grabestimmung hier! Ah, und noch ein neuer Gegner. Der wollte die alle fressen, aber ich habe sie gerettet. Also man könnte die auf eine Etage bringen und die dann in so einen Viererklumpen. Ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht. Wenn man die so untereinander mischt, ist das, glaube ich, nicht so cool. Naja, wollen wir mal ein paar Flügelstützen gehen. Zack, zack, fallen die hin? Nein. Und die haben mehr als 24 Leben. Belastend. Gleich nochmal. Ist die eine Riege zumindest weg. Ab, 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 ab. Und die Glitzerstiefel sollten dann auch endlich mal kaputt sein. Ich brauche nämlich dringend bessere. Ja, danke, endlich. Endlich sieht sie weg, diese blöden alten Stiefel. Oh nein, der kleine Mini-Bowser-Ding. Bowser-Spielzeug. Und geht einfach kaputt dadurch. Macht er das mit dem anderen auch? Nee, schade. Das fände ich jetzt mega gut. Wenn die sie einfach alle selber töten. Da schon wieder. Der wird auch einfach tot sein. Also die Achtung vor dem Leben muss man Gegnern irgendwie noch beibringen. Die opfern sich immer alle gegenseitig, um ein bisschen Damage zu machen. Niemals lag das, um mich zu vernichten. Okay, ich bin jetzt im roten Bereich und ich bin fast tot. Aber ihr werdet mich trotzdem niemals vernichten. Oh, da fällt mir gerade auf, ich habe keinen One-Up-Pilz gekauft. Den wollte ich ja nach dem letzten Bosskampf eigentlich kaufen. Weil der so böse war. Erinnert mich mal dran, Leute, dass ich das noch mache. Hast du vielleicht noch irgendwas Interessanteres zu sagen? Oh, voll zombig. Nee. Tja, und du, bist du ein Bösewicht? Das Ding brauchen wir gar nicht. Nein, es ist auch ein Toad. Oh, ich dachte, das können wir ablegen auf diesem Altar. Hast du gewusst, dass wir alle Skelette in unserem Körper haben? Echt gruselig. Fand ich in der Schule auch richtig eklig. Als wir das Thema in der Schule hatten, mit Skelett und so, da wurde mir richtig bleich im Gesicht. Also das konnte ich gar nicht ab. Da durfte ich dann auch aus dem Biounterricht raus, weil ich das irgendwie echt nicht sehen konnte. Das war sehr merkwürdig. Also alles andere okay so? So Organe und sowas kann ich sehen, alles cool, Blut, alles easy game. Aber Knochen? Hui! Knochen haben es mir angetan, mag ich gar nicht. So, zweiter Turm. Oh, noch eine von diesen dürren Gestalten. Ah, wo er gerade Dürre sagt. Leute, habt ihr euch schon mal gefragt, ob Jesus eine Freundin hatte? Denn er hatte eine. Als er durch die Wüste ging, folgte ihm eine lange Dürre. Witzig. Oh Mann. Okay, ich hör auf. Ah, danke, dass ich hier die westliche Sandpapierwüste nebenbei. Hier steht einer der vier mysteriösen Türme dieser Region. Vier Stück an der Zahl, alle Toads gerettet. Turm Nummer 2 hat folgendes parat. Wahrscheinlich genau dasselbe wie Turm Nummer 1, aber hier haben wir noch ein Pergamentor und das Feuer brennt nicht. Und es ist blau statt gelb. Ah, der erste war gelb. Das hier können wir wieder nicht lesen. Und brauchte so ein Viereck. Der hier ist jetzt blau und braucht ein grünes Dreieck. Haben wir aber auch nicht. Und hier fehlt noch Feuer. Das wird irgendeine Ölflüssigkeit oder so sein. Ja, und das hier wird dann Feuer-Pergamenton-Kreis sein. Feuer hatten wir noch nicht, ne? Ne, wir hatten Erd und Wasser. Dann kommt als nächstes auf jeden Fall Feuer, weil das halt auch einfach rot ist. Und dann muss man das hier anzünden oder muss man hier die Dinger reintun, dann ist alles cool. Aber erst später. Okay, zweiter Turm. Wissen wir Bescheid? Versuche ich mir mal länger als 5 Minuten zu merken. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Und weiter geht's in der kleinen Sandpapierwüste. Brrr. Kann ich die Pokis auch einfach... Ja, ich kann die einfach... Oh, wie gut ist das denn? Ich muss gar nicht kämpfen. Okay, da geht's weiter. Da hinten sind die Lichter. Da ist auf jeden Fall auch noch ein Toad. Okay, ja komm. Also die Wüste von außen machen wir heute noch. Die Folge wird wahrscheinlich mega lang, aber ist ja egal. Schönen guten Tag. Durch das Entfalten meiner Wenigkeit habt ihr euch etwas weißes Wüstenwissen als Belohnung verdient. Und zwar folgendes. Stiefelmobile kann man ja an beliebten Orten anstellen und vergessen. Doch verloren ist das gute Stück denn nicht. Nein, nein. Wenn man nämlich frei hieft, kommt der Schmuckelschlitten sofort zu einem zurück. Automatisch, dynamisch, dynamisch, wegen Düne, verstehst du? Oh, sorry. Als Kaktus akklimatisiert man sich schnell an die Wüstenwitze. Ha, Wüstenwitze.
Der ist ja genauso blöd wie ich mit seinen Wüstenwitzen. Oh, guck mal, der kann einfach Pirouetten. Krasser Typ. Hallo, kleiner Toad, Nummer 58 Millionen. Wieso steckt ihr alle euren Kopf in den Sand? Mach nicht diese, Bro. Das ist doch die östliche Sandpapierwüste, oder? Ich wollte mir hier ein paar hübsche alte Wände ansehen, aber ich kann sie nicht finden. Alte... Okay, den Witz verstehe ich nicht. Bin ein bisschen zu dumm für den Witz, I guess. Schade. Oh, das hier sieht auch interessant. Okay, nevermind. Wieder so viele Ruinen. Ist hier denn irgendwas Interessantes, außer diese Riesen-Buhus? Oh, das sind sogar Pappmacho-Buhus, sehe ich gerade. Also die kann man tatsächlich vernichten. Aber erstmal... Oh, Schlängelchen! Garantiert auch alles Toads. Oh boy. Oh Mario, du hast ja gar keine Ahnung, wie eng das war. Denke Mario, eine Schlange zu sein ist doof. Versuch mal, dich am Rücken zu kratzen. Hä, sollte doch eine Schlange... Na, ja doch, eigentlich easy sein. Der Nacken, Nacken ist schwer. Nacken ist schwer, als Schlange sich zu kratzen, aber alles andere... War eigentlich ganz nett, eine Schlange zu sein. Besonders hier mit dem Sand und den Ruinen, klassisch. Und das hier sollte die letzte sein. Oh, tut mir leid, dass ich mich versteckt habe, aber ich bin schüchtern und deine Stiefel sehen für eine Schlange wirklich furchteinflößend aus. Und ich habe hier gerade schon gesehen, als ich hier gerade die Toads gesucht habe, es gibt hier so ein paar Feuerstellen, hier so wie diese. Und wenn man das anzündet, passiert bestimmt irgendwas. Und davon gibt es hier mehrere. Also da hinten rechts seht ihr zum Beispiel auch noch einen. Oder da mittel vorne links ist auch so ein. Und wenn man die alle anzündet, passiert bestimmt auch noch irgendwas. Aber erstmal... Auf zur letzten Düne! Brrrm. Ist auch die mit dem ganzen Licht. Oh, und ich sehe schon, da ist irgend so ein Palast oder so. Oh, gleich eine ganze Stadt! Sham City! Und im Sham City ist der vierte Turm, oder was? Hä? Warte, wir hatten eben gar keinen Turm in der östlichen Seite, oder? Vielleicht erscheint der Turm erst, wenn wir da die Feuerstellen anmachen. Das kann auch sein. Oh, sieh nur, so grell, so hell! Als wäre die Nacht erwacht. Ich bin eine richtig gute Dichterin, oder? Klar. Okay, Sham City werden wir uns beim nächsten Mal angucken. Das sieht ja recht nett aus. Irgendwie so ein bisschen Las Vegas-mäßig. Die Musik vor allem. Bin ich sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Und ja, da war diese Folge ein bisschen langweilig, weil wir nur die Wüste angeguckt haben. Aber Sham City wird garantiert ein bisschen interessanter. Ja, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.